So, einen wunderschönen guten Tag. Ich heiße euch herzlich willkommen beim Crispy Rider. Heute werden wir uns mal wieder meiner schönen Bandit widmen, die ein bisschen sehr dreckig ist. Denn wir werden bei dieser Maschine, also die Bremsbeläge hinten wechseln. Denn ich habe gesehen, ich weiß nicht, ob man das auf dem Video sieht, das hier ist so ein bisschen sehr verkratzt. Und hier, ich glaube tatsächlich, ich fahre schon langsam Metall auf Metall. Also ich habe da echt überhaupt nicht drauf geachtet die ganze Zeit. Und das merkt man halt auch einfach. Deswegen habe ich mir gedacht, jetzt sollte ich vielleicht mal was daran ändern. Ja, deswegen habe ich jetzt hier meine geile Knarre. Zack. Und dann werde ich erstmal hier das Ding lösen. So. Mache ich dann mit dem Fuß. Fuß ging das 1. Ach, guck mal. So. Einmal nach vorne schieben. Dann die Kette raus. Ah. So. Jetzt haben wir das Rad nämlich ab. So. Ach du Scheiße. Ja, also ich bekenne mich schuldig. Ich habe die, boah, ja, das ist ja absoluter Müll. Macht mir das nicht nach, genau wie mit dem Ölwechsel. Die Maschine tut mir richtig leid, die ist echt gut. Und ich mache hier so eine Kacke. Naja, aber dafür habe ich ja jetzt neue. So, mein richtig sauberer Bremskolbenrücksteller. Ist der gammelig. So. Und jetzt dreht sich das da schön zurück. So. Jetzt das Ding ganz drin. So, das sind die neuen. So sollten die aussehen und nicht so wie die, die ich gerade weggeschmissen habe. So, nach ein bisschen langer Fummelsarbeit und in mich kehren, habe ich jetzt herausgefunden, wie man das macht. Deswegen habe ich jetzt alles soweit wieder zusammengebaut und habe hier jetzt meinen wunderschönen neuen Drehmomentschlüssel. Ja, wisst ihr was? Ich bin jetzt hier noch ein bisschen am Rumprobieren. Ich melde mich gleich, sobald ich fertig bin. So, wie man sieht, sieht man nichts. Das Motorrad ist jetzt fertig, aber wir haben jetzt schon ziemlich dunkel. Dementsprechend fahre ich heute keine Runde mehr damit. Ich wollte mal gucken, wie das ist mit dem Einfahren der Bremsbeläge, aber das mache ich dann alles morgen oder übermorgen. Aber das wird in diesem Video sein, dementsprechend für mich dann bis morgen oder übermorgen und für euch bis jetzt gleich. Okay, wir können los. So, für euch jetzt ein paar Minuten später, für mich jetzt ein paar Tage später. Ich habe es in der letzten Zeit nicht geschafft, das Motorrad hier zu fahren, aber jetzt habe ich mir gedacht, komm, wer ist denn das Mopädchen, Mann? Das Wetter ist einigermaßen okay. Die letzten Tage war es wirklich sehr, sehr schön, aber jetzt, heute geht's. Wir haben auch gerade Windwarnung. Also ich bin mal gespannt, ob ich heute überhaupt Wind abkriege. Aber ja, wir begeben uns jetzt auf den Weg zu Two Wheels to People. Denn ich habe gesagt, ich begrüße den Kollegen Schnürschuh oder die Kollegen Schnürschuh-UhrInnen mal auf der Arbeit und sag mal ein bisschen Hallo. Und genau, da sind wir jetzt gerade auf dem Weg hin. Ja, ich habe ja jetzt die Bremsbeläge gewechselt hinten und ich bin echt mal gespannt, wie sich das verhält. Vor allem, wir fahren jetzt direkt auf die Autobahn. Ich meine, die vorderen Bremsbeläge, die habe ich ja nicht gewechselt. Das heißt, sag ich mal, in schlimmen, schwierigen Situationen habe ich auf jeden Fall noch die Bremskraft, die ich brauche. Aber ich bin mal gespannt, wie sich das hinten jetzt anfühlen wird. Na komm, den lasse ich mal durch. Thema dieses Videos sind ja auf jeden Fall die Bremsbeläge. Und ja, da werden wir mal schauen. Ich kann die ja erst vernünftig einbremsen, wenn ich die Autobahn verlassen habe. Oh, guck mal, hätte ich jetzt keinen Schulterblick gemacht, wäre ich dem jetzt reingedonnert. Ja, auf jeden Fall muss ich die Bremsbeläge erstmal ein bisschen einbremsen jetzt. Aber jetzt hier auf der Autobahn werde ich jetzt erstmal noch ein bisschen gechillt fahren. Ich muss auch auf die 3, fällt mir gerade mal auf. Ja, aber ganz ehrlich, Leute, ich sag euch nochmal so, wie es ist. Ne, ihr habt ja gerade an dem Videoausschnitt gesehen, wo ich den Schulterblick gemacht habe und auf einmal war der Insignia bei mir in der Seite. Die Autobahn verlassen habe. Oh, guck mal. Dass Schulterblicke unfassbar wichtig sind. Jetzt müsste ich zum Beispiel keinen machen, weil ich weiß, dass hinter ihm keiner ist. Ich kann jetzt gucken, aber da ist auf jeden Fall keiner. Aber wenn ihr euch nicht sicher seid, ohne Scheiß, guckt lieber fünfmal zu häufig, anstatt einmal zu wenig. Weil wäre ich dem jetzt einfach reingezogen, ich hätte mich einfach so aufs Maul gepackt und ich wäre halt schuld gewesen. Ne? Deswegen.
Ja, Jungs und Mädels, da jetzt wahrscheinlich erstmal nichts mehr Spannendes passieren wird, weil ich jetzt noch 22 Minuten fast auf der Autobahn bin, würde ich einfach sagen, wir sehen uns gleich, wenn wir bei Two Wheels to People angekommen sind und bestimmt sagen die nochmal Hallo fürs Video. Also, bis gleich. So, Freunde der gepflegten Unterhaltung, erstmal guckt euch das mal an. Es ist Sonne. Wir haben ein bisschen Löcher in den Wolken, das heißt, die Sonne kommt auf jeden Fall mal durch. Jetzt gerade, naja, ist noch ein bisschen versteckt, aber ihr wisst ja, was ich meine. Ja, laut Navigationsgerät habe ich jetzt noch 12 Kilometer bis zum Sadie Maddie. Boah, lass mal so eine Garage mieten hier. Cool. Mietgaragen.de. Badabam, bam, bam. Das wird mein Minispiel. Miau, miau, miau. Ah, und der liebe Cedric, der hat jetzt ein neues Video hochgeladen, wo die in Köln gewesen sind. Da kann ich nur wärmstens empfehlen. Ich hoffe, das sieht man jetzt irgendwo hier in den Infokarten. Das war wirklich so witzig. Also ich muss sagen, das war so mit das stärkste Video von denen. Weil einfach, was in Köln alles abgeht. Ne? Dann ist dann eine Motorradgruppe vorbeigekommen, die dann einfach Wheelies gezogen hat und so. Das war wirklich echt funny. Leider war ich nicht dabei, aber das war so ein Marie und Cedric-Ding. Also das war okay, dass ich dafür nicht dabei war. Und deswegen, ich kann euch nur wärmstens empfehlen, das Video zu gucken. Das war wirklich echt mega funny. Und das ist keine verschwendete Lebenszeit, das kann ich euch schwören. Zubi, zubi, zu. Ich kann dem Cedric gleich schon mal Bescheid sagen, weil ich jetzt gleich da bin. Boah, ist das eine Rampe, du! Schau, wenn mit dem Dirtbike darüber fetzen. Das wäre schon witzig. Aber doch, da würde ich mich sehen. Also hätte ich ein Dirtbike und könnte ich springen, dann hätte ich da schon Bock drauf, muss ich sagen. Bitte guter Night, bitte, bitte guter Night. Ja, natürlich ist jetzt auch noch wichtig, wie das Bremsverhalten von der Maschine ist. Also ich muss sagen, die Hinterradbremse, ja, kann ich jetzt noch schlecht zeigen, aber die packt ganz gut. Das ist nur die Hinterradbremse. Ja, aber das, die volle Bremsleistung ist auf jeden Fall noch nicht da. Ich meine, ich bremse immer mit beiden Bremsen zusammen, grundsätzlich. Außer ich bremse jetzt nur, weiß ich nicht, von 10 km/h ab oder so. Dann benutze ich eigentlich nur die Vorderradbremse. Aber sonst, wenn ich ein bisschen schneller bin, so 50 oder was, dann benutze ich eigentlich immer beide Bremsen. Und da merke ich auf jeden Fall schon, dass das ein bisschen schwächer ist als vorher. Hallo Grützi. Aber das ist nicht so, dass mich das irgendwie krass einschränken würde. Also ich glaube tatsächlich auch, dass ich jetzt schon, ich habe ja jetzt schon ein bisschen mit der gebremst, ich bin ja jetzt schon ein bisschen was unterwegs hier, dass die sich dann schon so ein bisschen auf die Scheibe eingeschliffen hat und deswegen auch wieder fast die Ursprungsbremsleistung hergestellt ist. Da gehe ich mal ganz stark von Hells. Ah, da ist er ja. Moin! Moin! Möchtest du irgendwas sagen für die Fans? Ich bin ausgedacht, Digga, du kannst dich doch so nicht ins Video hauen. Ja, Junge, ich zensiere dich doch, alles gut. Moin! Gut, alles klar, Jungs, Mädels, wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Wir haben den Cedric jetzt genug besucht und deswegen fahren wir jetzt schön nach Hause. Ich meine, die Wolken, die sind irgendwie nicht schöner geworden. Ich glaube, da vorne ist auch erstmal ein Wolkenbruch. Also ich glaube, da vorne sind richtig schön am Plästern. Deswegen, wir fahren da rein. Die Hoffnung ist aber natürlich, dass wir nicht in den Regen kommen. Aber da bin ich natürlich mal gespannt, ob unser Plan da so aufgeht. So, mal gucken, Vollbremsung mit der Hinterradbremse. Ja, doch, okay, das ist schon. Da hat man das ABS schön regeln gehört. Die packt schon ganz gut, also muss man sagen. Oh mein Gott, geradeaus geht's nach Duisburg. Dinkelburg. Hier ist wieder offen und boah, ey, der Wind von rechts, ne? Also ich weiß nicht, ob man das auf dem Video sieht, aber ich fahre gerade so zur Fahrbahn. Das ist schon ein bisschen sehr windy und auch ein bisschen cloudy hier. Und jetzt fängt es an zu tröpfeln. Ja, gut, dann werde ich die Gunst der Stunde jetzt auch mal benutzen, um euch Adieu zu sagen. Denn das war's jetzt mit diesem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder einschaltet, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen beim Crispy Rider. Ja, ich hoffe, dass die Kamera das noch aufzeigt, dass ich noch genug Akku habe. Ich fahre jetzt gerade wirklich durch Regen, damit ich jetzt wieder in der Sonne bin, oder was? Was ist das denn für ein scheiß Wetter hier schon wieder, ey? Ja, typischer April einfach. Aber echt, die Sonne, die ist jetzt hier schön am Scheinen, macht so shiny, shiny. Weißt du, und ich bin hier gerade schön im Regen am Fahren. Ich weiß gar nicht, ob man das an meinem... bei mir sieht alles trocken aus, toll. Aber ja, also meine Kombi ist auch schön nass geworden. Was soll ich sagen, ne? Dein Leben ist hart, Jungs. So ist aber wirklich. Komm rein.